Der Pommes an Start. Herzlich willkommen, der Kai und der Sebi. Ich habe es mir gemerkt, ein langes E. Auch du bist herzlich willkommen. Zudem ist Legan 100 gerade noch gekommen. Auch du bist natürlich recht herzlich willkommen. Gleiches zählt für Kai, habe ich dich vorgelesen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auch du bist genauso herzlich willkommen wie Pixel. Ja, sehr schön, dass ihr alle da seid. Einen wunderschönen guten Abend. Und gerade, wo ich den Namen Pixel lese, ich habe den Film aufgenommen. Der lief ja irgendwie bei einem Sender. Darf ich den Namen nicht nennen? Ich weiß es nicht. Bei RTL sozusagen. Lief der. Ich habe mir den mal aufgenommen, weil ich spule immer die Werbung vor. Ich hasse Fernsehen so zu gucken. Muss ich mal gucken, ob der was taugt oder nicht. Bei der Namen bin ich halt gerade drauf gekommen. Ich bin zu leise. Warte mal, das können wir ändern. Sekunde. Ist es jetzt besser? Bin ich jetzt lauter oder immer noch nicht? Vielleicht bin ich auch zu laut. Ich weiß es nicht. Ich war eigentlich die ganze Zeit gleich laut. Kai schreibt, ist ein bisschen leiser, aber egal. Die Hubschrauber waren schuld. Ach, die Hubschrauber, da mache ich mal leiser, weil sonst sind die ganzen Videos nachher viel zu laut. Da ist ja niemand mitgeholfen. Und Pixel schreibt, hey, der Film hat Potenzial gehabt, aber leider echt versemmelt. Lohnt sich nicht anzugucken? War der wirklich so enttäuschend? Soll ich mir den angucken oder nicht? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir hier Stau. Stau auf der keine Ahnung. Was das alles für Stauautobahnen gibt. Gibt es in Deutschland ja eine ganze Menge. Ja, eigentlich Nord-Süd-Trasse hat sehr oft Stau. Ja, ist natürlich schade. Okay, war nur wegen dem Hubschrauber. Und vorhin war ich leise. Aber jetzt passt es, ne? Wie gesagt, wenn irgendwas nicht hinhaut, schreibt es rein. Ich habe eigentlich nichts verändert. Eigentlich sollte alles wie immer sein. Ja. Und wir gucken mal, wir müssten uns jetzt um Bewohner, das nächste Ziel wird sein, Bewohner zu kriegen. Wir verlieren immer mehr Bewohner, das ist natürlich schlecht. Ja, das weiß sogar der Specht. Ja, der war so flach wie meine, keine Ahnung, was ich. Ich wollte gerade sagen wie meine Brust, aber das ist dann doch nicht so toll. So ein toller Vergleich. Was wollte ich jetzt sagen? Ich lese mal gerade Chat. Ist das deine Katze? Meinst du mich? Ich habe keine Katze. Ich habe keine Katze. Zocker Girl, falls das an mich ging. Ich habe es gar nicht verstanden. Pixel schreibt, für einmal anschauen passt schon. Insbesondere, wenn du mit den ganzen Games auf die angespielt. Ja, ich weiß, es geht um Retro-Games. Kenne ich mich mit aus. Dann schaue ich mir mal an. Kannst du das Game, die Mucke oder Game leiser? Kann ich dich kaum hören. Ja, wir können das Spiel mal leiser machen. Alles okay. Audio. Wir haben es eigentlich nicht so laut, ne? Wir können es ja alles ein bisschen leiser machen. Dann machen wir die Musik in Verhältnis nochmal ein bisschen mehr leiser. Jetzt sollte es besser sein, oder? Könnt ihr mich hören? Hallo? Hallo Welt? Nein, also jetzt sollte es besser sein. Hoffe ich. Wie gesagt, wenn ich immer noch zu leise bin, dann, ja, muss ich mal gucken. Dann gehe ich am Mischpult mal ran und drehe da mal ein paar Knöpfe. Ja. Gut, Bevölkerungswachstum wollte ich machen. Ich würde sagen, wir bauen hier ein bisschen an der Stadt noch an. Das bedeutet auch, dass wir die Autobahn vielleicht ein bisschen mehr benutzt bekommen. Und damit wir hier nicht so eine unendlich lange Straße haben, ja, das ist ja so ein bisschen langweilig, wäre es vielleicht sinnvoll, hier auch so einen Knick zu haben. Hier, schaut mal, wie gut man damit arbeiten kann. Wir könnten hier einen perfekten 90-Grad-Winkel machen, wenn wir wollten. So, das sind perfekt 90 Grad. Ist das cool? Das ist cool. Also hier passt, schreibt Pixel. Und Zockergirl schreibt besser. Ja, dann machen wir das. Ja, die Game-Mucke ist laut. Die habe ich jetzt ja leiser gemacht. Müsste jetzt passen, Dennis? Ah ne, Dennis schreibt auch schon passt. Ich komme gar nicht hinterher. Der Kai schreibt noch eine Frage an alle. Warum stehen bei manchen 10.000 oder gar 1 Million Abos, wenn es nicht zutrifft? I don't know. Ich kann es nicht beantworten, lieber Kai. Und der Panda, was ich an kleinen YouTubern wie dich toll finde, ist, dass du anderen auch auf den Chat antworten. Bei größeren Kanälen ist das so gut wie unmöglich.
Ah, Dennis schreibt, es ist ein Bug bei YouTube. Ja, lieber Panda, da gebe ich dir recht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt wie Gronkh oder... keine Ahnung, es gibt ja ein paar YouTuber, die viele Abos haben. Ich meine, wenn ich jetzt hier, wenn ich persönlich hier jetzt, sagen wir mal... 200.000 Abonnenten habe oder so, ja, und davon sind vielleicht in so einem Livestream, jetzt sind wir hier 9, ja, wir sind immer so zwischen 10 und 30 Leute im Schnitt, dann geht das ja noch, aber wenn jetzt hier mal so, sagen wir mal, vielleicht 2.000, 3.000 Leute drin sind, dann geht das natürlich nicht mehr, ne? Also ich finde es auch besser, das ist der Vorteil der kleinen YouTuber, aber so wie der kleine YouTuber ein bisschen größer wird, wird es dann schwierig. Und da kann man dem YouTuber ja keinen Vorwurf machen, das ist einfach in der Natur der Sache, ne? Logischerweise. Ich will einen 90-Grad-Winkel. Danke. Ich hab gedacht, ich baue mal so ein bisschen abstrakt. Nö, das ist ja nicht so verkehrt. Zille Autobahn. So, und hier müssen wir ja nicht 100% jetzt immer gleich 90 Grad haben. Ich will. Ich will aber 90. Komm, ist egal. Was machen wir da so ein Hermann? So. Wie gesagt, das dient der Geländeerweiterung. Einfach nur, damit wir hier mehr Einwohner kriegen. Ja, wie gesagt, kleine YouTuber haben Vor- und Nachteile natürlich. Nachteil der kleinen YouTuber ist zum Beispiel, dass sie nicht so viel Content machen, der Content generell nicht so hochwertig ist wie bei Profi, Anführungsstrichen, ich könnte es nicht sehen. Webcam ist nicht an, aber Profi-YouTuber, ne, das kann man nicht vergleichen, weil Profi-YouTuber letztendlich, ja, denen ihr Brot ist es einfach, 8 Stunden, 10 Stunden vorm PC zu sitzen, während die kleinen YouTuber quasi 8 oder 10 Stunden auf der Arbeit rumhängen am Tag. Und nicht so viel Zeit haben für alles, ne? Alles hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Ganz klar. Und, ja, soll auch nicht als Meckern gewertet werden oder so, ist ja auch Schwachsinn. Auf jeden Fall sind da immer die Unterschiede so zu erklären. Bei meinem ersten Stream bin ich, voll abgedreht, als der Zuschauer hey geschrieben hat. Okay, das weiß ich gar nicht mehr, liebes Zockergirl. Kann sein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen YouTube und YouTube Gaming? YouTube Gaming ist nur für Gaming. Ja, das stimmt. Da hat Zockergirl recht, lieber Panda. YouTube Gaming ist grundsätzlich nur für Gaming. Und ich glaube auch, dass du das Bild größer machen kannst und der Chat anders. Ich weiß es aber nicht genau, weil ich immer Vollbild schaue. Ja, aber das, der größte Unterschied ist, dass du da nur Spiele findest und auch Spiele explizit suchen kannst. Ne? Das ist da sehr praktisch. Ich muss mal schauen, wie machen wir das? Wir könnten hier ja noch... Hier haben wir eine Kreuzung. So, wir gucken mal. So, dann machen wir das so, ein Verbindungsstück sozusagen. Und wir brauchen auch hier noch ein Verbindungsstück, denn so ein langes Stück, das können wir nicht so lassen. Ich glaube, das gibt ein Problem, ne? Das ist wieder zu eine mächtige Kreuzung nachher. Und hier haben wir das Problem, es sind wieder zu kurze Stücke. Also alles ein bisschen suboptimal. Ich mach's da dran, komm. Was soll's? Was soll der Geiz? Wir müssen das natürlich noch mit Wasser befüllen, also Wasserleitungen und alles legen. Das machen wir noch. Also falls da jemand Sorgen hat, ja, machen wir noch. Dann schreibt Zockergirl, nein, Xeron, du hast das falsch verstanden. Mein erster Stream, also als ich gestreamt hatte. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich kann es mir gut vorstellen, Pixel schreibt, meiner Tipp, Baugewerbegebiete immer nur auf einer Straßenseite und nie zu viel am Stück. Und außerdem nie auf beiden Seiten, denn die LKWs, die was abliefern, halten ihr Verkehr übermäßig auf. Ich finde Tipp, lieber Pixel, ich werde es mal versuchen ein bisschen zu berücksichtigen, obwohl ich immer versuche, kompakte Gewerbegebiete zu bauen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Der Panda schreibt, also wenn man nicht so einen Scheiß wie ApoRed sehen will, bei YouTube Gaming. Es geht noch um YouTube Gaming da drin, in dem... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel über diesen ApoRed gehört. Ich muss aber auch sagen, ich habe es mir nicht angetan, das anzugucken. Ich habe keine Ahnung, was er macht oder gemacht hat oder nicht macht. Denn, letztendlich, ja, ist das, glaube ich, nicht so meins.
was da auch immer gemacht wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, viele namentlich mir bekannte YouTuber habe ich nie angeschaut. Ne? Man kennt sie halt von Namen irgendwoher, weil, keine Ahnung, die sind halt aus irgendeinem Grund berühmt, ist ja auch okay. Oder was heißt berühmt, bekannt? Ja, das mag ich dann lieber verwenden. Bekannt, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass ich mir das dann reinziehen muss. Ne? Es gibt da ganz viele Dinge, die ich noch nicht, oder YouTuber, die ich noch nicht gesehen habe. Auch weil ich sie, auch wenn ich sie namentlich kenne. Ja, ApoRed ist, naja, wie sage ich das jetzt jugendfrei? ApoRed ist doof. Schreiben wir es mal so, sagen wir es mal so. Kann sein, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, aber der Name selber sagt mir, der würde mich schon abschrecken, schon allein dieser Name ApoRed. Ja, es klingt so ein bisschen wie nicht viel Braindown, so, verstehst du? Klingt so. Heißt jetzt nicht, dass es so ist, klingt aber so. Red ist schwulenfeindlich und ist einfach asozial. Ja, kann sein. Ich kann da nichts zu sagen. Wie gesagt, das ist schwierig. Das ist natürlich schade, wenn das so ist. Denn in der heutigen Gesellschaft sollte man wissen, dass es Schwulen und Lesben gibt. Und man sollte sie auch akzeptieren und respektieren. Und jeder kann da meinetwegen drüber denken, was er will. Ja, muss nicht jeder gut finden. Ja, es ist nun mal so. Nicht jeder kann alles gut finden. Aber das heißt noch lange nicht, dass man es niedermachen muss. Und ja, habe ich halt auch kein Verständnis für. Aber dann passt das ja mit dem, was ich vorher gesagt habe bei den Namen, dass ich da eh nicht so viel Hirnmasse erwarten würde bei so einem Namen. Weil das klingt schon so auf Aggro-Tour. Ja, weiß nicht. Na, das, ja, will ich dann auch nicht weiter kommentieren. So, wir bauen hier mal die Wasserleitung. Letztendlich muss jeder selbst gefallen. Wieso sehe ich es auch, Pixel? Ja, den kenne ich gar nicht, Dennis. Den Leonmacher habe ich noch niemals gehört. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie man den ausspricht. Ist ja auch egal. Es gibt auf YouTube gibt es ein paar Spinner. Ganz ehrlich, ich habe ein paar YouTuber gesehen, die haben sechsmal so viele Abonnenten wie ich, ja, und oder manche auch zehnmal so viel oder noch mehr, wo ich mich frage, warum, was ist da dran jetzt so sehenswert? Ich weiß es nicht. Ich ja, mir ist es im Endeffekt auch egal, weil letztendlich mache ich hier mein Ding, ich mache das als Spaß, Hobby, ja, das ist mein Hobby, was ich hier mache, das ist kein Beruf, kein gar nichts, das ist einfach nur Hobby und ja, letztendlich, solange ihr Spaß habt, ist doch alles gut. Der Kaktus am Start, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Machst du bei der Verlosung der Höllenmaschine 8 mit? Ja, bitte schreibt mir... wer gewonnen hat. Ich würde es gerne wissen, lieber Panda. 18 Uhr Verlosung der Höllenmaschine. Das wäre 3 Minuten. Ich würde es am liebsten sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es am liebsten sehen, weil ich da mitgemacht habe. Aber bei über 100.000 Einschreibungen, no way. Selbst Sonderverlosung, gar nichts. Ich wollte die Grafikkarte unbedingt haben, no way. Ich werde mir die 1080 Ti niemals leisten können, aktuell. Von daher, naja. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich gewinne. Ja, wie gesagt, über die anderen YouTuber sage ich da jetzt nichts Negatives. 160.000 haben mitgemacht. Leute, spielt doch nicht bei Glücksspielen mit. Das ist schlecht, ja? Also schlecht für mich, wenn ihr da mitmacht. Ja, nee, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das Ding gewinne. Wenn mir jetzt gleich jemand meinen Namen schreibt, der ist ja nicht so bekannt. ich weiß nicht, ob die müssen den originalen Namen vorlesen da. Wenn ich den gleichen Chat lese, kippe ich wahrscheinlich um. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er Glück hat. Das wäre cool. Die Höllenmaschine, ich wollte sie so gern haben. Also erstens, der Intel, der da drin ist, wow. Ich benutze selber Intel, aber der ist da drin, wow. Einfach nur, den will ich haben. Und die Grafikkarte, also das ist ein Traum, ist das Ding. Also wirklich, es würde mir nur die Grafikkarte erstmal reichen, aber ja, wie gesagt, letztendlich, neuen Rechner müsste ich mir eh mal so in den nächsten Monaten wahrscheinlich mal zulegen, leider. 2 Minuten, ja, 2 Minuten noch, 2 Minuten. Ich habe ein i5, schreibt Panda. Ich habe ein i7.
Ich habe eigentlich einen guten Prozessor. Darum sage ich, also der Prozessor, der da drin ist, ist tausendmal besser wie meiner. Brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich habe selber einen i7-6800K oder sowas. Der ist jetzt nicht so schlecht. Also alles in Ordnung. Ich hätte halt gerne die Grafikkarte gehabt. Und hätte ich meine wahrscheinlich verlost oder sowas. Ja, meine Grafikkarte ist nämlich jetzt auch nicht die allerschlechteste. Muss man fairerweise auch sagen, ich bin schon so ein Computerfreak, aber letztendlich ist die dann doch um einiges besser als meine. Gewinnchance von 0,005%, hat Kaktus geschrieben. Eine Minute noch! Ah! Ja, ich drücke euch mal die Daumen, dass ihr, denn, wenn ihr mitgemacht habt, ich freue mich natürlich auch für euch dann. Ja, aber 0,005% ist jetzt ja nicht so wenig die Chance, ne? Wenn man ehrlich ist, ich meine, beim Lotto spielen ist die Chance wesentlich geringer, ne? Das muss man auch mal so sehen. Na, das muss man ganz klar sagen. Ich behalte den Chat mal ein bisschen im Auge, weil, oh Gott, ich bin auf den Namen so gespannt. Der Pixel hatte, habe vor kurzem ein Threadripper-System mit einer 1080 Ti gebaut. Ja, das glaube ich dir, dass das auch eine Höhlenmaschine war. Jetzt geht's los, Schreppanda. Ja, bitte. Wie gesagt, haut den Namen sofort rein, wenn ihr wisst. Sollte ich gewonnen haben, könnte der Stream kurzzeitig unterbrechen, auch wenn die Chancen bei 0,005% liegen, so wie Kaktus ausgerechnet hat. Aber dann, glaube ich, würde ich... Wow. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen weiter planen. Ich würde natürlich die Stadt mal ein bisschen anders designen, als wie wir sie sonst immer hatten. Muss ja ein bisschen Abwechslung auch her. Es braucht ja auch ein bisschen was an Abwechslung halt. Und ganz ehrlich, ich würde hier sogar unterdurchgehen. So, dann geht das hier lang und dann geht es wieder hoch. Einfach nur, damit wir hier so ein bisschen Abwechslung haben. Und das kann ja hier in den Feuerturm vorbei und an dieser Kreuzung ran. Hat ja auch was. Auch das hat ja was. Sieht irgendwie auch cool aus. Ist mal was anderes. Wie gesagt, ich will mal ein bisschen anders bauen als immer nur unseren Standardkram. Die Erde hier können wir dann noch ein bisschen angleichen. Das kriegen wir noch alles hin. Ich schreibe dir den Gewinner. Dankeschön, Dankeschön. Also wie gesagt, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich bin da sehr gespannt, wer da gewonnen hat. Drücke dir die Daumen, schreibt übrigens der Kai. Dankeschön, Dankeschön. Auch wenn ich nicht glaube, dass es irgendwas bringt. Aber trotzdem, tausend lieben Dank. Okay, der Gewinner bin ich nicht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dann herzlichen Glückwunsch an Jonas. Und ich glaube, der Kai geht. Wenn erstmal. Ja, dann Kai, schönen Abend, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Über Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. Ja, okay, dann habe ich leider nicht gewonnen. Dann habe ich nicht gewonnen. Der Jonas hat gewonnen. Ja, der Jonas hat die Höllenmaschine gewonnen. Ja, lieber Jonas, bitte melde dich innerhalb der nächsten 14 Tage nicht bei den Höllenmaschinen-Team. Dann wird sie neu verlost. Nein, Spaß beiseite. Wir gönnen das natürlich den Jonas, ne? Wie gesagt, auch wenn ich den natürlich nicht persönlich kenne, trotzdem gönnen wir es ihm. Wir wollen da ja nicht unfair sein, ne? Irgendwann werde ich mir diese Grafikkarte leisten können. Das Problem ist, ich habe gerade letztes Jahr erst eine Grafikkarte geholt. Die hat damals auch über 300 Euro, die 79 habe ich mir geholt. Die hat über 300 Euro gekostet und zwei Monate später kam die 1080 raus. Und da habe ich mich fast im Hintern gebissen, ehrlich gesagt, weil, ja, das hat mich geärgert, wirklich. Da hole ich mir so eine teure Grafikkarte und hätte ich gewusst, dass die kommt... Und die so mega geil ist, hätte ich sicher gewartet und hätte ich da locker ein paar Hunderter drauf getan für die, ne? Ist natürlich ärgerlich. Naja, gut, es ist wie es ist, man kann es nicht ändern. Gut, was würde ich hier gerne noch machen? Ich würde hier gerne noch eine etwas andere Variante quasi. So, damit wir hier so ein bisschen was Eigenes haben. Und ehrlich gesagt, wenn wir das hier haben, können wir das nämlich hier auch hinführen. Dann sieht das schon fast wieder stylisch aus, oder? Aber, ich sehe gerade was. Aber, rababa. Das ist alles so ein bisschen Styling, was wir jetzt hier gerade machen. Nicht mehr und nicht weniger. Ah, so ganz gleich kriegen wir das nicht hin. Naja, gut. Lassen wir jetzt mal so. So, dann geht das da lang. Wir kriegen hier natürlich noch kleine Verbindungsstraßen rein, wenn wir wollen. Das ist kein Problem. Till Holland,
Western Hills. Das Teil ist ein PC. Ja, Zuckergold, das ist ein PC. Das ist eine Hammermaschine. Das HM könnte einfach für Hammermaschine auch stehen. Das muss nicht mal für Höllenmaschine stehen. Das Ding ist... Boah, das ist ein Traum. Ja, ein Traum, auf den ich wieder ein Jahr warten muss. Ich habe schon letztes und ich glaube auch vorletztes Jahr mitgemacht. Naja, gut. Was soll's? Was soll's? So, und jetzt würde ich mal sagen, konzentriere ich mich wieder ein bisschen aufs Spiel. Ja, für viele, viele Tausender Euro auf jeden Fall. Das Ding ist der Hammer. Also wie gesagt, ich wünsche denen da auch wirklich von Herzen viel Spaß mit dem Gerät. Also, boah, das ist ein Hammerding. So, und ich würde mal sagen, wir haben das unterwassert. Jetzt könnten wir hier noch so kleine Seitenstraßen haben. Vielleicht so ein paar Einbahnstraßen, so spezielle Einbahnstraßen vielleicht. Damit wir hier so ein bisschen Masse reinkriegen. Und von dieser Kreuzung weg generell würde es ja Sinn machen. Dann geht's einmal nach unten. Das Gefälle ist zu steil. Wie, das Gefälle ist zu steil? Eben war doch grün, oder nicht? Was ist hier los, Junge? Da war es doch gerade wieder grün. Ach so. Okay, ich verstehe. Wir müssen ein Stück wegnehmen. Weiter geht's intakt. Lassen wir uns nicht irritieren. So, dann machen wir das so. Dann darf die nämlich daran. Ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Ich hatte zweimal gefragt, warum hat niemand geantwortet? Zockergirl, nicht immer gleich, ne? Du musst lernen, dringend Geduld zu haben. Also gerade wenn du mir sagst, dass du streamst, ne? Dann, beim Stream brauchst du ja richtig Geduld. Du kannst ja nicht in Panik ausbrechen, hysterisch werden oder sonst was, ne? Geduld ist alles, wirklich. Vielleicht hat es mal jemand nicht gelesen, ne? Normalerweise wird auf alles geantwortet. Außerdem habe ich dir doch mit dem PC geantwortet. Dann hast du mich richtig zugehört. Ich habe gerade mal hochgescrollt. Es ging, ob es ein PC ist. Ja, habe ich dir ja gesagt, dass es ein PC ist. Wer verlost das eigentlich? Dennis, das ist PC... jetzt hätte ich fast gelogen. PC-Welt ist es. Ich wollte gerade PC-Games sagen, aber die PC-Welt ist es natürlich.